Wenn zwei Elche einem pausenlos Witze erzählen und ein paar Meter weiter der Lachs auf Holzbretter genagelt wird, dann hat sie endgültig begonnen, die Vorweihnachtszeit. Den Bonner Weihnachtsmarkt kann man jetzt wieder täglich besuchen und dafür muss man vorher nicht einmal in Weihnachtsstimmung sein. Ja, am Bonner Weihnachtsmarkt finde ich einfach schön, dass es so viele verschiedene Sachen gibt und es versetzt einen in die Stimmung. Man kommt dann so langsam rein, wenn man die Sachen sieht, dann bekommt man auch Lust, es zu kaufen und zu Hause aufzustellen. Was auch schön ist, dass die perfekte Verbindung zwischen der Sommer ist vorbei und Karneval und deswegen sind wir jetzt schon hier. Aber Weihnachten braucht noch ein bisschen. Wir sind hier erstmals und es ist sehr kompakt. Es ist gemütlich. Schöner Bonner Weihnachtsmarkt sind die Glühweinstände, und zwar hier vorne und vorne am Friedensplatz, der große, da wo früher die Eisbahn war. Die Glühweinbuden sind für viele tatsächlich der Hauptgrund für den Weg in die Innenstadt. Deswegen haben die am Wochenende bis 22.30 Uhr geöffnet. Aber es gibt eben auch viel anderes, wie die Kunsthandwerker, denen man Jahr für Jahr über die Schulter schauen kann. Die wissen ganz genau, warum sie immer wieder gerne herkommen. Bonner Weihnachtsmarkt ist ruhig, gelassen. Also im Vergleich zu Nachbarstadt Köln, Bonner Weihnachtsmarkt ist sehr, sehr gut. Publikum ist gut und, was soll ich sagen, die Auswahl ist ausgeprägt. Auswahl von den Ständen ist ganz gut. Und Vincent Onyango aus Kenia trägt seit Jahren dazu bei, dass die Auswahl auch vielfältig bleibt. Was er an seiner Heimat liebt, ist die Gemeinschaft und das warme Wetter an Weihnachten. Aber auch wenn es hier ganz schön kalt ist, fühlt er sich wohl in Bonn. Mit seinem Kunsthandwerk von Kenias berühmten Maasai-Märkten versucht er, beides zu vermischen. Die Wahlen haben sich geändert. Also zum Beispiel, was ich verschenke, Speckstein, Dosen. Wir sind so, also kenianisch sozusagen, aber ein bisschen europäisch angepasst. Ja? Also die Lichtdosen, die Geschenkdosen, Specksteinherzen, das passt ganz genau. Ja, das passt zum Bonner Weihnachtsmarkt. Genauso wie das alte Riesenrad vor dem Münster. 111 Jahre alt, 12 Meter hoch. So hat man einen guten Überblick über den Markt. Und er sagte heute Morgen, Mama, guck mal, der Weihnachtsmarkt ist ja wieder da, wie letztes Jahr. Da habe ich gesagt, ja, der ist jedes Jahr da. Für die Kinder ist es halt schön, das Riesenrad einmal zu fahren und das Schaufenster beim Kaufhof anzugucken. Ja, und vielleicht noch gebrannte Mandeln zu essen.